Laura und Seat, kommt ihr bitte zu mir nach vorne? Kommt mal her. Zwischen diesen beiden Menschen müsst ihr euch entscheiden, wer von den beiden das Camp verlassen muss. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Wenn man dann auch noch selber einer derjenigen ist, der die Fäden zieht, bist ja auch der Arsch, der dann einen nach Hause schickt. Jetzt muss mein Team das erste Mal entscheiden, wer gehen muss. Eine ganz schwere Entscheidung. Meine Angst war schon groß, dass es vorbei ist. Aber wenn ich bleibe, muss Seat gehen. Und ich habe den Jungen ja auch schon ziemlich in mein Herz geschlossen. Ich will auch nicht, dass du gehst. Wenn ich gehen sollte, dann ist es halt so. Eine dramatische Entscheidung für das Team. Team Blau, ihr habt eure Entscheidung gefällt? Gut, dann werde ich euch jetzt nacheinander abfragen und ihr werdet mir eure Entscheidung mitteilen und vor allem auch, warum ihr sie getroffen habt, okay? Außer mit dir möchte ich anfangen. Meine Entscheidung fiel mir sehr leicht. Und zwar ist es Seat. In erster Linie war für mich ausschlaggebend die Körpersprache heute. Und ich glaube, nichts sagt mehr, als ist mir fuck scheißegal, dass mein Team irgendwie jetzt im Sand buddelt, als das, was ich heute gesehen habe. Danke für die klaren Worte, Aussa. Angelina, wir kommen zu dir. Ja, ich finde, eine Person, die immer ihr Bestes gibt, aber der Körper vielleicht gerade nicht möchte, hat es mehr verdient als jemand, der nicht ganz bei der Sache ist. Also deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass Seat geht. Der Seat. Also, ich wünsche dieser Person, dass sie schnell dazulernt und auch versucht, Versprechen, die sie gegenüber anderen macht, einzuhalten. Seat, bei dir sind es 4 Stimmen, Laura, bei dir immer noch 0. Daniel, deine Stimme kann schon entscheidend sein. Wie hast du dich entschieden? Ich finde einfach, für mich ist entscheidend, wie der Mensch auftritt, mit welcher Energie, mit welchem Willen. Und das habe ich einfach bei einer Person gesehen, bei der anderen leider nicht. Und ja, tut mir wirklich leid, aber ich habe mich auch für Seat entschieden. Danke dir, Daniel. Damit ist die Entscheidung schon gefallen. Laura, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bleibst, okay? So, und jetzt geh mal ganz schnell zurück zu deinem Team, weil die brauchen dich. Ich war sehr gerührt und unendlich erleichtert. Hier weiterzumachen bedeutet mir mega viel. Seat, du bist im Moment hier gescheitert. Das muss aber nicht heißen, dass du grundsätzlich gescheitert bist. So, und jetzt liegt es an dir, das Ruder rumzureißen, zu Hause den Weg einzuschlagen. Machen wir. Machen wir. Dann komm mal her und dann kannst du dich bei deinen Leuten verabschieden. Und zwar bei allen. Okay? Ciao. Ciao, ciao. Ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass es eventuell so ausgehen könnte. Ich hatte natürlich Hoffnung. Ich ärgere mich auf jeden Fall sehr über mich, weil ich selber schuld bin daran. Und halt nicht früh oder rechtzeitig zu Ramin gegangen bin, um ihn irgendwie nach dem Rat zu fragen. Team Orange, ihr seid ab jetzt im Luxuscamp. Den Sieg, den habt ihr euch wahrlich erkämpft. Jetzt macht aber auch was draus, ja? Lasst das bloß nicht versacken. Und ich bin gespannt, wie Team Blau mit der Situation im Basic Camp umgeht.
Jetzt erholt euch erst einmal. Ich freue mich unglaublich auf die nächste Woche. Na bitte. Ich habe dir noch nicht alles gesagt. Das heißt, wenn du jetzt nach Hause kommst, möchte ich von dir, dass du weitermachst. Klar. Werde ich auch machen. Du musst es aber nicht alleine machen. Ramin und das Team hier werden weiterhin an deiner Seite stehen. Das heißt, die werden den Kontakt mit dir halten. Und wenn du das gut machst, hast du die Chance, wieder hierher zurückzukehren. Dass ich zurückkommen kann, ist auf jeden Fall eine Tür, die mir noch auf jeden Fall offen bleibt, wohin ich jetzt auf jeden Fall drauf anarbeite, weil das auch nochmal ordentlicher Ansporn. Überzeug mich. Okay? Ich will, dass du das schaffst. Dankeschön. Also, ciao.